Das ist Anneke. Strategisch ist noch nicht so gut. Weißt du denn auch schon, wie du den dann zu mir rüberkriegst? Den Film? Du hast doch gesagt, der ist meinen Stick wiedergefunden. Dann kannst du mir den ja geben. Ach, das kommt auch auf den Stick? Ich gucke mal, was ich da drauf kriege. Ansonsten muss ich es brennen und mitbringen. Bitte? Ansonsten muss ich es brennen. Die auch gerade so schön spielen, ne? Mhm, sonst hätte ich ja gar nichts davon. Das geht ja plötzlich auf den dicken Bär aussteigen. Das ist doch toll. So, ey, ich glaube, du musst nur eine Jacke anziehen. Es ist gar nicht so warm. Kommst du noch zu mir, bitte? Gleichzeitig kann man dich schon gar nicht im Bild behalten. Kommt dann. Ich bin schon etwas über Kopfhörer jetzt damit.
Ja, wir können sie ja gleich wieder wegpacken, aber da haben wir mal so eine Spielszene drin. Ja, das finde ich richtig toll. Ja, und morgen treffen wir uns um 12 und dann gehen wir in den Garten. Achso, nee, dann können wir ja gar nicht mehr filmen, ne? Doch, bis dahin habe ich die Maria ja noch nicht gesehen. Achso. Da sage ich mal so, ich sehe sie noch heute Abend, aber sie braucht sie das bis morgen früh bestimmt nicht. Sie hat nichts gesagt, dass ich die wiederbringen muss. Dann behalte ich die eiskalt nochmal bis morgen Mittag, bis Samstagmittag. Okay, sie kommt hier mal her, komm dann mal vorweg. Ich habe den Kopf, den Filmapparat über ihrem Kopf. So, dann zieh ich mir schon mal Schuhe an, dann komm mal eben rein. Beim Film kann ich dir ja sowieso nicht helfen, ne? Ich denke, ich habe jetzt genug Spielszenen. Ja. Sie haben so viele Schnittchen gekriegt, ne? Und Fräulein hat es nicht gefilmt. Und die Party ist immer noch in vollem Gange hier. Ich bin noch nicht fertig.
Lara! Sitz. Ein. Tibor. Holly. Holly, er kommt gar nicht hoch. Liesel. So, jetzt ist vorbei, ne? Schnittchenparty zu Ende. Vielleicht gibt euch vorhin noch ein bisschen Joghurt, ne? Doch nicht spielen, nein? Warum hast du die denn nicht erst fotografiert? Oder hattest du die jetzt fotografiert? Hallo Liesel! Liesel hat gerade im Garten geschlafen.